Hallo, jetzt habe ich das zweite Gerät aus der Reihe Logitech MX, die Master 3, eine Maus für Mac. Und schauen wir mal rein, was da jetzt drin ist. Maus für Mac ist noch weniger als die Tastatur, die ich beim letzten Mal vorgestellt hatte. Das kann schon mal sein, aber bei einer Maus ist es eigentlich egal, ob du sie mit Windows, Android, deinem Fernseher. So, das war schon der Karton. Dann ist hier wieder alles. Ah, hier ist ein wenig Plastik. Mal schauen, ob Logitech ansonsten tatsächlich auch sein Versprechen größtenteils wahr macht. Und alles sehr schön verpackt. Ja, und das ist sie schon. Das ist sie schon. Hier ist noch das Zubehör. Das ist im Grunde, ja. Das Kabel USB-C auf USB-C passend im Grunde für jeden Mac. Und ich ziehe es mal ab. Das gute Schild, das ist ja hier sehr stabil. Ah, doch, hier geht es relativ einfach ab. Und ich schalte sie ein. Ich gehe gleich mal wieder das iPad und ist schon angemeldet und ich drücke auf Koppeln und das war's. Gekoppelt und da ist schon die Maus, wie verrückt auf einem iPad. Du wirst es sehen. Ich gehe mal wieder auf den Safari. Da ist jetzt alles da, wunderbar. Jetzt fehlt mir natürlich die Tastatur, die ich nicht mehr habe, aber sehr gut. Und die Zurücktaste geht nicht. Was ist denn jetzt? Ah, sehr schön. Man kann scrollen. Wohin auch immer. Hoch und runter, logischerweise. Links und rechts. Ah, was war denn das? Sehr interessant auf jeden Fall. Ah, du hast hier noch. Ah, okay. Die Wegtaste. Ich habe diese Maus tatsächlich noch nie in der Hand gehabt. Sie hat, gehen wir zu den Kernfakten, der Akku soll 70 Tage halten. Du hast auch hier die typische 1, 2, 3 Taste, also für drei verschiedene Geräte mit einem Tastendruck umschalten. Das funktioniert ziemlich gut. Hier ist der USB-C-Anschluss, den du dann zur Not auch sie per Kabel betreiben könntest. Falls der Akku irgendwann aufgibt, auch hier ein fest verbauter Akku. Das, ich finde es nicht gut, anstatt Standardakkus zu benutzen. Ein Standardakku lässt sich in jedem Supermarkt ersetzen, dieses Gerät halt nicht. Und so ein Akku geht, auch wenn die Lebensdauer an sich unheimlich lang ist, kann so ein Akku einmal kaputt gehen. So, was haben wir denn jetzt noch? Ich gehe wieder auf. Mal zurück und im Normalfall sollte eigentlich. Ja, soweit. Sie scrollt. Das ist ein massives Metallrad, merke ich gerade. Das hat sehr viel Schwung. Das heißt, du drehst einmal und es scrollt durch. Das ist ja, sehr lustig, gut anzufassen. Dann hast du hier diese seitlichen Scrollräder. Keinen Klick dazu. Ja, und ansonsten die Vorwärts- und Rückwärtstaste funktionieren jetzt gerade tatsächlich noch nicht. Das enttäuscht mich ein wenig. Aber wichtig ist bei so einer Maus auch natürlich, wie die Hand liegt. Das Handgelenk ist leicht gedreht. Das ist sehr gut für längeres Arbeiten. Es umschließt den Handballen ganz gut. Also die hat schon eine sehr ergonomische Form. Was sein kann, dieser aufgeraute Gummi. Er wirkt im ersten Moment recht robust, aber der könnte sich natürlich mit der Zeit abnutzen. Er liegt bequem in der Hand, aber ich habe es schon bei einigen Mäusen gehabt, dass das zwar sehr gut liegt, aber sie mit der Zeit, ja, funktionieren weiter, aber es sieht halt irgendwann nicht mehr schön aus. Ja, ansonsten gut, Chuck, das kann man dann alles. Ja, machen wir es mal so, wunderbar. Das funktioniert alles ganz praktisch, ist natürlich jetzt mit einem Laptop sinnvoller, aber im Grunde, wenn du jetzt noch die Tastatur dazu nimmst,
lässt sich das iPad dann auch wunderbar bedienen. Sie liegt wirklich sehr sicher in der Hand. Das gefällt mir äußerst gut. Hat hier, das ist noch so, das ist das Einzige, was noch ist, 4000 DPI. Allerdings zum Beispiel hier diese Microsoft-Maus, die auch jetzt nicht unbedingt billig ist, ebenso 4000 DPI. Das ist gerade, wenn du Bildbearbeitung machst, eigentlich der Wert, den die Maus besitzen sollte. 3200 ist ebenfalls noch in Ordnung, aber weniger, dann kriegst du schon Schwierigkeiten, einzelne Pixel genau zu treffen. Mit so einer Maus ist das dann sehr exakt, sehr präzise. Das ja, wirkt tatsächlich gut. Gehen wir noch mal rüber auf dieses Gasthaus. Das ist natürlich schön gemacht, dass man dann so scrollen kann, wohin auch immer er hier scrollen möchte. Aber dann macht er das. Zack. Ja. Ansonsten, was gibt's zu sagen? Ein Langzeittest muss natürlich her. Diese Maus kostet immerhin 90 Euro. Vom ersten Eindruck, etwas teuer. Dafür ist wirklich sehr viel Plastik dran. Wieder Space Gray. Das ist so die typische Reihe, damit die zu deinem Apple-Produkt passen. Ja. Schön ist wirklich dieses Metallrad. Das ist sehr massiv und hat natürlich eine gewisse Schwungmasse. Wo bin ich denn jetzt wieder hingeraten? Dass die Zurücktaste natürlich nicht funktioniert, enttäuscht mich gerade ein wenig. Das hätte ich jetzt erwartet, dass das sofort klappt. Aber da gibt es bestimmt noch eine Einrichtungssache. Ah, das ist auch schön. Du hast sozusagen auch hier den Home-Button. Das ist, oder auch nicht, ist kein Home-Button. Ah, lustig. Okay, also ein Zusatzknopf, der nochmal einiges kann, was auch immer, auf jeden Fall drücken und du bist wieder im Homescreen. Ansonsten, ja, im ersten Moment sehr zuverlässig. Sie liegt sehr gut in der Hand. Ich vergleiche es nochmal mit meiner guten klassischen. Ja, tatsächlich liegt die Hand ein wenig besser gedreht, was dann für das Handgelenk entspannter ist. Und du hast diese Daumenauflage, die bei der normalen Maus natürlich fehlt. Und hier mit diesem Knopf, der in das letzte Fenster geht, das letzte Fenster wegnimmt. Das habe ich jetzt noch nicht ganz durchschaut, was diese Taste macht. Oh, ja. Also im Endeffekt, natürlich, es ist für Mac, da kann man schon mal 90 Euro verlangen. Unverbindliche Preisempfehlungen sind sogar 110. Sie macht einen sehr guten Eindruck, da gibt es tatsächlich nichts dran zu deuteln. Sie war sofort gekoppelt, also hier Bluetooth angeschalten, da in die Einstellung gegangen. Ah, da ist die Maus, draufdrücken, koppeln, fertig. Da gibt es ja, kein Geheimnis daran. Ja, liegt jetzt sehr gut und dass du zwischen drei Geräten umschalten kannst, ist natürlich super. Das Problem ist im Endeffekt nur, dass du das dann für Tastatur und Maus parallel machen musst. Das könnte ein wenig umständlich werden. Ja, ansonsten, viel Geld. Wenn du einmal die Tastatur schon hast, dann kann sich das mit der Maus natürlich noch lohnen. Sehr schön, dass bei der Verpackung im Grunde auf Plastik verzichtet wurde, bis auf den kleinen Haken oben. Sehr löblich, kann ich nur gutheißen. Ja, dann 90 Euro. Eher kritisch, da gibt es bestimmt bessere Alternativen. Bessere Alternativen vielleicht nicht. Gut ist sie, aber ja, viel Geld für ein ziemlich gutes und solides Produkt. Das kann man auf jeden Fall feststellen. Ansonsten, ja, passt das und dann, ja, bis zum nächsten Mal.